Hallo Leute, mein Name ist Larry Gary, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr auch in 2020 aus dem fast 9 Jahre alten Skyrim das Maximale an Grafik herausholen könnt auf eurer PS4. Das Ganze tun wir natürlich mit Mods, die ihr unter der Rubrik Mods im Hauptmenü herunterladen und installieren könnt. Alle Mods, die ich euch in diesem Video zeige, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung mit Zeitangabe. Gerne da einfach nachschauen, falls euch was interessiert. Es sei noch gesagt, dass alle Mods, die ich euch gleich zeigen werde, miteinander kompatibel sind, mit Ausnahme der ersten beiden. Da müsst ihr euch für einen entscheiden, die funktionieren nicht zusammen. Ansonsten könnt ihr gewissenlos alles runterladen, was ich euch in dem Video zeige und braucht keine Angst zu haben, dass es irgendwie crasht oder Probleme verursacht. So, ihr lehnt euch zurück, ich höre auf drumherum zu reden und wir starten mit der ersten Mod. Diesen wunderschönen Anblick, die tollen Farben und das tolle Licht verdankt ihr dem Lively Graphics Overhaul in Kombination mit Surreal Lightning und der Dense Grass Mod. Was die Fülle der Farben in Sachen Beleuchtung und Vegetation angeht, ist die Vanilla-Version der Skyrim Special Edition um einiges kärger und trauriger, weswegen ich sie euch zum Vergleich links einmal einblende. Man sieht sofort, die Farben sind durch die Mods viel kräftiger, viel leuchtender, herbstlicher, lebendiger und dieser elende Grau-Weiß-Stich der Vanilla-Version ist endlich weg. Die Surreal Lightning Mod färbt das Licht der Sonne oft violett oder lila. Falls das für euch nichts ist, habe ich noch eine Alternative, und zwar das Dolomite Weathers and Lightning Overall. Wie schon im Intro gesagt, die beiden sind nicht kombinierbar, insofern müsst ihr euch für eine Sache entscheiden. Dolomite Weathers hier zur Linken noch etwas hellere Farben, etwas klarer, etwas weniger Dunstnebel. Rechts Surreal Lightning mit wunderschönen Sonnenuntergängen, wunderschönem Licht. Für welche Variante ihr euch entscheidet, das müsst ihr selber wissen. Wie immer liegt Schönheit im Auge des Betrachters. Die Dolomite Weathers and Lightning Modifikation ist schon ein paar Tage älter als die andere Variante, was deren Qualität aber keinen Abbruch tut. Wir schauen uns die beiden Varianten nochmal in einem anderen Beispiel an. Bei einem kleinen Spaziergang durchs beschauliche Flusswald fällt uns sofort der lila-violett-Stich, den die Surreal Lightning Mod hinterlässt, ins Auge. Im Vergleich hierzu auf der linken Seite das Dolomite Weathers Overall. Wie schon gesagt, wesentlich schärfer und klarer, heller, sonniger, alpenmäßiger. Lively Graphics Overall in Surreal Lightning, etwas mystischer, dämmeriger. Jedes geschulte Auge und jeder Skyrim Ultra hat es bereits erkannt. Ich verwende auch nicht die normale Version von Flusswald. Ich benutze eine gemoddete von Kato. Aber das soll uns jetzt nicht interessieren. Das ist Teil des nächsten Videos. Ich hoffe, ihr seid dabei. Links nochmal kurz die Vanilla-Version von Skyrim, damit ihr auch ja nie wieder das Spiel ohne Mods startet. Weiter geht's mit der nächsten Mod. Ihr habt sie schon unten rechts erspäht. Der Dense Grass Mod. Nicht Gras wie Snoop Dogg, sondern Grass wie Rasen. Die nächste Modifikation, die ich euch zeigen möchte, ist die Dense Grass Mod. Ein Muss, um unser Skyrim aufs nächste Level zu heben. Die Dense Grass Mod sorgt dafür, dass karge Stellen oder Stellen, an denen nur vereinzelt etwas Rasen gewachsen ist, komplett gefüllt sind mit Grün oder vertrocknetem Grün, je nachdem. Alles in allem sorgt die Dense Grass Mod für einen viel dichteren Bewuchs des Bodens durch Rasen oder andere Pflanzen auf dem Boden, was gerade bei Inseln im Wasser und auch anderen Stellen stark zur Geltung kommt. Selbstverständlich auch hier nochmal den Vergleich zur Vanilla-Variante. Wir sehen ganz klar auf dem Boden die kahlen Flecken zwischendrin. Es sind immer nur einzelne Bündel von Rasen, von Gras. Ganz anders durch die Dense Grass Mod. Der ganze Boden ist gefüllt. Die nächste Modifikation kennt ihr wahrscheinlich. Sie heißt Simple Water und sorgt dafür, dass wir so schöne Wasseroberflächen genießen können, wie wir es hier gerade tun. Wenn ihr Water schon länger nutzt oder einfach Lust auf was anderes habt, dann habe ich auch eine Alternative für euch. Mir persönlich ist die Alternative ein bisschen zu tropisch, ein bisschen zu idyllisch, deswegen verwende ich selber Water. Aber seht selbst, links die Vanilla-Version mit sehr starken Reflexionen, rechts dagegen viel realistischer in meinen Augen. Man hat das Gefühl, das Wasser wird von den seichten Stellen am Rand zur Mitte hin etwas tiefer und trüber. Sehr gelungen. Die Alternative dazu seht ihr links. IA290 Enhanced Aqua Blue. Wir sehen etwas weniger Oberflächenreflexionen als in der Vanilla-Version, aber wesentlich mehr als in der Water Mod. Enhanced Aqua Blue gibt dem Wasser diesen leicht tropischen Touch. Ein bisschen Beach Flair, als würden wir am Strand chillen. Wesentlich kräftigeres Blau. Da viele der Mods, die ich euch bisher vorgestellt habe und noch vorstellen werde in diesem Video, dem Spiel ein paar FPS rauben, sprich die Performance etwas verschlechtern.
kommt jetzt eine Mod, die ich euch unbedingt ans Herz legen möchte, die die Performance des Spiels massiv verbessert. Underwater Grass Deleted macht das, was der Name vermuten lässt. Es löscht sämtliche Grastexturen unter Wasser, was merklich die Performance verbessert. Gerade bei der ganzen Art von Mods, die wir verwenden, die teilweise dann doch die Performance verschlechtern. Kurze Quizfrage für alle echten Nord unter euch. Wo sind wir gerade? Ich garantiere euch, ohne die Forests of Skyrim Mod für die PS4 würdet ihr sofort wissen. Forests of Skyrim fügt der Welt massenhaft Bäume hinzu, wie ihr gleich im Vergleich sehen werdet. Gott sei Dank habt ihr den Delete Grass Mod installiert, um die Performance-Einbußen hierdurch wieder auszugleichen. Wem mache ich hier was vor? Natürlich habt ihr es sofort erkannt. Wir sind an den Guardian Stones. Normalerweise befinden sich hinter den Guardian Stones so 2-3 Bäume. Jetzt sind es mindestens 10. Noch einmal zum Vergleich die Vanilla-Version. Die Sicht, den Blick, den man sonst schweifen lassen kann, ist ziemlich eingeschränkt durch die Forests of Skyrim Mod, was aber in meinen Augen ein bisschen mehr das Gefühl von Wald vermittelt, denn wo sieht man im Wald schon mal den Horizont? Mit Sicherheit eine interessante Modifikation, nicht nur für Gärtner, sondern auch für Abenteurer, die gerne mal verloren gehen. In den nächsten 10 Sekunden ist der Unterschied so auffällig, so krass zu sehen. Wir genießen noch kurz. Und dann geht's auch schon weiter mit der nächsten Mod. Leider sind wir damit auch schon fast am Ende angelangt und ich appelliere einmal an euch, wenn euch das Ganze gefällt, es steckt sehr viel Arbeit in dieser Art von Videos, dann abonniert doch bitte und liked das Video, ich würde mich sehr freuen. Auch wenn ich mich im echten Leben eher seltener freue, auf Insekten zu treffen, so gefällt mir diese Modifikation doch umso mehr. TLS Insektopia erhöht die maximale Anzahl der Gruppen, in denen Insekten gespawnt werden, auf 30. Normalerweise ist sie ungefähr bei 3. Das heißt, normalerweise würden an einer Stelle, wenn das Spiel es dort vorsieht, Insekten zu spawnen, nur maximal 3 Insekten spawnen. Jetzt tun es, wie ihr seht, bis zu 30. Auch die Häufigkeit, mit der Insektengruppen generell spawnen, wurde erhöht, sodass ihr in der Wildnis oder wo auch immer ihr durch Himmelsrand schreitet, oft am Wegesrand große Gruppen von Schmetterlingen, Glühwürmchen, Moskitos, Bienen oder ähnlichem erspähen könnt. Ebenso wurde auch die Anzahl der Fische erhöht. Diese spawnen auch in größeren Gruppen. Wow! Das war's auch schon wieder, meine Freunde. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann liked das Video und abonniert den Channel. Lasst mich doch in den Kommentaren wissen, worüber ihr euch ein Video wünschen würdet. Zum Beispiel die Top 10 Waffenmods für Skyrim oder was auch immer. Die Top 10 Mods fürs Leben. Es war mir eine Ehre, es hat mich sehr gefreut. Schön, dass ihr mit dabei wart. Euer Larry Gary, schönen Abend, haut rein!